Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 38, hoffe ich. Ich denke schon. So, wir sind hier wieder in Sturmwind. Gehen wir doch mal zum Lehrer. Bevor ich was verspreche. Nein, wir gehen nicht zum Lehrer, denn wir haben kein Geld. So, ich würde sagen, dann flieh. Gucken wir erstmal in die Post. Danach fliegen wir wieder ins Schlingdorntal und machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Zwar, auch wir haben sowas zu abgeben hier. Mal gucken. Ich glaube, dann müssen wir nach Booty Bay. Ich glaube, damit auch. Aha. Ich glaube, das war von dem Event. Ja, ich glaube schon. Schattentext, ne? Schattenhammertext. Ich weiß nicht mehr, wovon das ist. Das könnte aber gut von diesem Mondfest gewesen sein. Aber ich glaube, das Mondfest ist vorbei. Irgendwo hängt da was. Seid gegrüßt. Seid. Ich meine, ja, wir können ja mal gucken. Ja. Ein Schlüssel zur Schattenhammer Text. Unverwesliche Leder kriegen wir bestimmt noch. Elementarluft, okay. Mein Wappen der Anrufung. Donner zerstören, okay. Ich habe jetzt nicht ganz viel Lust, mir das durchzulesen. Ich habe es mal aufgelassen, dann kann man das Video ja pausieren und dann lesen. Und noch 5 Level, dann können wir endlich unser großes Beweglichkeit-Elixier trinken, was ich mir mal hergestellt habe. In voller Hoffnung, es zu benutzen. Was aber nicht funktioniert hat. So, ich habe jetzt auch versucht, etwas mehr als 60 FPS rauszuholen. Und habe dann in Grafikeinstellungen. Na, warum ist denn hier? Wie wird Vertikalsynchronisation ausgemacht und das Dreifach-Buffering? Und dann bekomme ich schon mal 62, 64 FPS. Aber nicht immer. So, Äpfel haben wir für uns beide. Unser Freund ist auch ganz glücklich. Und unser bester Freund. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich. Wir werden es aber sehen. Wir sind quasi live dabei. Oh, das war meine erste Begegnung mit der Horde. Damals. Ja, das weiß ich noch. Weil ich den Auslöser nämlich gehauen habe und der mich dann umgehauen hat. Das fand der nämlich gar nicht lustig. Dann waren wir PvP geflaggt und dann haben uns die anderen umgehauen auch. Aber so lernt man immer dazu. Und nicht. So, was haben wir mit mittlerer Leder? Und für, ich weiß gar nicht, ob wir das herstellen können schon, aber ich glaube nicht. Mittleres Leder sieht nicht danach aus. Zwangsbolzen. Nee, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht wegtun.
Zur Not ist auf die Bank erstmal hier unser komischer Brief. Damals gab es auch ein paar Videos, wo man dann gezeigt hatte, wo man an versteckte Reittiere rankommt. An diesen komischen quasi Tiger zum Reiten. Der aussieht wie von den Nachtelfen, halt nur getigert. In Braun. Da gab es auch hier. Da musste man hier irgendwo sich drüber backen und dann konnte man hier irgendwo. Gab es eine Höhle, wo man den dann kaufen konnte, aber dann nur zu einer bestimmten Zeit und ja, gab schon lustige Sachen damals. Mythen und Legenden in WoW. Ja, einiges. Ich kann ja mal gucken, dass ich ein paar Videos, wenn ich die noch finde, mal verlinke. Ich habe jetzt auch ein paar Videos reingestellt, wen es interessiert. Von damals von der Giga-Sendung. Von WoW-Giga, WoW-Giga oder so. Kann ich ja mal mit unten verlinken, die Playliste. Das sind, glaube ich, 50 oder 60 Videos. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann wollte ich noch ein paar hochladen, wo die dann auch raiden gehen. Haben die damals richtig cool gemacht. Ich fand es schade, als das dann abgesetzt worden ist. Ach, hier können wir einen Schlüssel abgeben, eine Quest abgeben. Ich befürchte, wir müssen dann aber dann in die Höhle irgendwo. Ja, mal Schlüssel. Wenn ich will, wir haben auch keinen Schlüsselbund hier dran. Aber kommt noch, kommt noch. Weil damals gab es, sobald man einen Schlüssel bekommen hat, eine extra Tasche mit, für Schlüssel, nicht mit Schlüssel, für Schlüssel. Damit man nicht die ganzen Schlüssel, weil man hatte nachher recht viele durch die ganzen Dungeon-Schlüssel für Heroisch, damit man die nicht alle in der Tasche rumschleppt. Ja, das war damals echt furchtbar mit dem ganzen Schlüsselgedöns. Dann von Karazhan den Schlüssel hatte man da drin. Ach, von allem Möglichen. Teilweise echt heftig. Ich kann mich gar nicht. Ich weiß, dass die Taschen immer voll waren mit Schlüssel von mir. Also diese Schlüsseltasche. Ich weiß nicht mehr, was denn da alles drin war. Ah, vom scharlachroten Kloster, die Schlüssel waren da drin. Und von irgendwelchen Bankfächern, von irgendwelchen Instanzen. Und irgendwann haben die das ja weggepatcht. Und dann hast du Geld, dann bekommen ein bisschen Gold für die ganzen Schlüssel. Dann haben die auch das Punktesystem geändert. Momentan, also in PC ist es noch so. Und in VOTLK war das auch noch. Ich glaube, bis vor Kata war das sogar noch. Dass du für alles Marken brauchst. Und irgendwann wurde es umgestellt auf Punkte. Die hießen dann zwar auch noch Marken, aber die konnte man dann wieder als Punkte sehen. Ähnlich wie, mal gucken, hier Ehrepunkte, ein Arena-Punkt, da wurde ja alles umgestellt und alles ja hier Gerechtigkeitspunkte, hast du nicht gesehen. Damals waren das alles Marken. Die musste man dann looten bei jedem Boss, die durfte man nicht vergessen. Es wurde dann irgendwann umgestellt, dass man die dann automatisch bekommen hat, sobald man den Boss gelegt hatte. Ja, das war schon lustig. Und wenn man dann seine doofe Marke vergessen hatte, teilweise konnte man noch zurückgehen, wenn man Glück hatte, lag der Boss noch da, oder die Kiste, je nachdem. Man konnte sich die noch holen, ansonsten hat es da eine Marke weniger. Die Marken braucht es dafür tolle Epics. Das war echt teilweise furchtbar. Ja.
Wenn ich am erzählen, erzählen und. Also habe ich ein bisschen Zweihandschwerter geskillt. Auch schön. Ich glaube, ich muss was anziehen mit mehr Villa dann für mein Petit Equip. Damals, da kam auch gerade, oder war es in den Anfängen hier, Alemania. Das war auch so cool. Haben wir damals jede Folge ja, vermisst, richtig sehnlich erwartet. Ja, das trifft es. Weil das war richtig cool. Und jetzt vor kurzem war ja die letzte Folge. Folge 20. Und ich fand, das war ein recht gutes Ende. Aber leider kam nichts mehr danach oder kommt nichts mehr danach. Das finde ich traurig. Aber gut. Es war ja schon ein wirklicher Kampf für den, diesen Stevino, die ganzen Leute wieder zusammenzusammeln und dann nochmal die letzte Folge zu machen. Und er sagt ja selber, dass er sehr anspruchsvoll ist, um das alles zu machen. Damit auch viele anscheinend nicht zurechtkommen mit seiner perfektionistischen Ader, nenne ich es mal. Aber gut. Und ein paar Leute haben dann ja auch ihre Stimme verloren, dadurch, dass die, die damals bei dem Projekt mitgearbeitet haben, keine Lust mehr hatten, glaube ich, oder nicht mehr wollten. Weil viele ging es dann nachher auch nur noch ums Geld. Aber gut. Oder was, vielleicht keine Zeit mehr oder so, ich kann es auch nicht sagen. Aber ich glaube, der größte Teil hat ja noch mitgemacht. Außer ich glaube zwei oder drei Leute, die nicht mehr wollten. Aber gut, das ist ja halt ihre Sache. Stockt wie immer Steinchen hier am Reden. Ich kann euch ja alles mal verlinken. Ja, es gab schon coole Sachen damals. Bezüglich WoW. Ich glaube, mittlerweile gibt es das gar nicht mehr so viel. Also hörspieltechnisch habe ich zwar ein paar noch gefunden. Es gab hier, ich glaube, das Ding hieß WoW Wirt war. Das war von der auch von der Spielerin. Die schlief vom PC ein oder so und dann wachte die dann auf, kurz vor PC. Das war auch richtig cool gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Ansonsten, ich habe das noch irgendwo im Rechner rumfliegen. Dann lade ich das mal hoch. Das hat ja auch wirklich richtig cool gemacht. Da haben auch ganz viele mitgesprochen. So. Momentan muss ich mich irgendwie aufs Kämpfen konzentrieren. Das ist furchtbar gerade. Also viele sind hier, das ist ja der Wahnsinn. So. Den nimmst du hier. Ah, ich muss unbedingt Mana, damit ich Sammy heilen kann. Sagte er und schoss ein Mana-Pfeil. Sammy hat für uns bis in den Tod gekämpft. So, dann müssen wir erstmal was trinken. Ich habe gesehen, da gab es Nektar. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Muss ich mal gucken jetzt. Dann können wir unseren kleinen Freund holen. So, geht schneller.
Ich hoffe, der despawnt nicht, unser guter Freund. Wolle, Wolle brauchen wir, Wolle, Wolle. Spuppe. Häuserleise. 25 und das ist 15. Oh ja, das ist besser. Das so. Nein. So. Essen auch noch was. Ja gut, wir müssen so oder so in die Höhle und dann müssen wir gucken, wo wir die Quest haben. Ich glaube hinten irgendwo, wenn wir jetzt gleich, hier gibt es ja so einen kleinen Berg in der Höhle. Und dann gibt es da irgendwo, die kann man irgendwo die Quest abgeben. Ich weiß, als ich hier alleine drin war, bin ich so oft hier gestorben, das war nicht mehr schön. Erstmal, ob hier irgendwo was versteckt ist. Ich hab's da verborgenes Aufspüren, aber das funktioniert nicht so wirklich. Ich habe eigentlich gedacht, man sieht dann die, ich nenne sie mal die Schurken hier. Ja, bis jetzt waren wir ja immer überrascht von denen. Kein Platz hier nöte. Schmeißen wir das weg. Brie? Mag der Brie? Nein, der mag kein Brie. Und Käse gar nicht mal so verkehrt ist. Ah, der war jetzt rot markiert, habe ich gesehen. Vor uns am Wind, bin stärker. Weil sie immer doof finden, dass sie weglaufen wollen. Okay. Langsam. Irgendwas. Was ist denn das? Ach so. Was sagen? Aber ich glaube, wir haben schon wieder ein paar fertig hier. Nee, das nicht. Hier, ein Kapitel haben wir fertig. Da fehlen uns zwei Seiten. Und da fehlen uns auch zwei Seiten. Also vier Seiten fehlen uns auch. Dann haben wir die Hügel. Nein, hier Schlingendantor, Dorntal, Gedöns, fertig. Sehr gut, sehr gut. Hier war immer eine Kiste. Das eine oder zwei? Aber wir haben den zweiten auch gepult, nur manchmal kommen die halt nicht. Ah, doch, waren zwei. Haben wir richtig gesehen. Hier ist auch, Quest zum Abgeben. Sollte irgendwas wirklich mit Mana anziehen, damit wir endlich mal Mana-technisch vorankommen. Okay, hier ist keine Kiste. Normalerweise scheint hier immer eine Kiste. Na gut. Kann ich alles haben. Man kann nicht alles haben. Patsch. Hinüber. So. Ja, da liegen nur Leichenteile rum. Erstmal vorschicken, nicht dass noch irgendwas Verstecktes herumläuft. Na gut, das kann immer zu unterbrechen. Bevor er jetzt abhaut, schießen wir einen langsamen Pfeil hin, der nur langsam erfahren kann. Patsch. Wie groß ist denn der? 36. Dazu. Jetzt sind uns noch drei Seiten. 37. Die werden immer größer hier. Puh. Müssen wir vorsichtig vorangehen hier. Ach, blöde Typ. Macht man nichts. Manchmal ist es aber auch verzwickt hier.
Nein, nicht weglaufen. Es wäre noch wahrscheinlich so ein World Case Szenario geworden. So, bevor du wegläufst. Sehr gut, so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Seid schön brav. ja, dann bis zur nächsten Folge und lasst doch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns. Tschüss.